Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Superintendent Michael Rabatz, sehr geehrte unseren Namen, meinem Namen und dem Namen der anwesenden Gabain, Hans Rotholz, Gary Wolf und Joachim Jacobs begrüße ich Sie recht herzlich zu diesem weiteren Konzert in der Lebensmelodienreihe. Das zweite Mal bereits hier in der Synagoge Pestalozzi-Straße, das erste Mal mit Publikum. Darüber freuen wir uns sehr in diesen doch schwierigen Zeiten, und wir werden wahrscheinlich immer noch mit Zuschauern rechnen müssen, die hier hineinströmen, um dieses Konzert hören zu können. Natürlich kann man es auch übers Internet machen, so wie es gemacht wurde, auch über Aufnehmen. Aber das Persönliche und Erleben live ist doch immer etwas anderes. Und ganz besonders, wenn es darum geht, Erinnerungen wachzurufen oder zu erhalten oder ins Gedächtnis zu rufen, um es weiterzuerzählen. Denn in gewisser Weise ist ja dieses ganze Projekt Lebensmelodien, deren Initiatoren ich mich, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke für diese wunderbare Arbeit, ja eine Konkretisierung auch von Yad Vashem, von der Aufforderung, den Opfern einen Namen und ein Bewusstsein und eine Geschichte zu geben. Denn sie wissen ja, wenn man nicht mehr an die Toten erinnert, ihre Geschichten nicht mehr erzählt, dann sterben sie wirklich und sind ein endgültiges Mal gestorben. Und so wollen wir an diesem Konzert, großen Dank, dass das hier bei uns in der Synagoge stattfinden kann, gegen das Vergessen, mit dem Erinnern der Melodien von Musik, etwas, was eingängig ist, etwas vielleicht auf andere Weise doch an die verschiedenen Leben, die verschiedenen Geschichten und die große Kultur, die untergegangen ist und erst nach und nach teilweise ganz und teilweise wieder aufgebaut wurde, zu erinnern. Ich danke noch einmal recht herzlich Ihnen, die sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen, Ihnen, die dafür verantwortlich sind, dieses großartige Projekt jetzt schon, das ist das fünfte Konzert, haben Sie mir gesagt, im fünften Konzert, und ich würde sagen, das ist das letzte Konzert dieser Reihe ans Leben gerufen zu haben. Lassen Sie uns erinnern und, wie es heißt, Altischkach niemals zu vergessen. Ich danke Ihnen. Lieber Rabbi Jonas Sievers, liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde der Lebensmelodien, es ist für mich als Superintendent eine besondere Ehre, bei Ihnen sprechen zu dürfen am heutigen Abend. Von Herzen Dank für diese Gastfreundschaft, die wir nun schon zum zweiten Mal erleben durften und die auch zwischen der Apostel Paulus-Gemeinde und der Synagoge Pestalozzi-Straße hin und her klingt. Als die Corona-Zeit begann, Sie erinnern sich, da gab es im Anfang so eine erste Verunsicherung und dann eine kindliche Freude, dass man durch diese genannten Videoformate zueinander kommen konnte. Und wir hatten in dem Jahr das Zusammenkommen von Shavuot und Pfingsten. Und da haben wir in kindlicher Freude ein kleines Grußvideo gemacht. Die Musik und die Worte klangen zusammen. Unsere Organisten spielten auf ihren Orgelbänken Rücken an Rücken in dem Film. Und Isidoro Abramowitsch und Urben Shalom grüßten uns. Diese musikalisch-geistliche Nachbarschaft, die beseelt uns für dieses Projekt. Und es geht um das Weitererzählen der Geschichten durch Musik. Das haben wir in den letzten 3 Jahren entwickelt, die Lebensmelodien mit Ihnen. Und das ist das Besondere, dass wir das zusammen erleben dürfen, übernimmt die nächste Generation durch die Musik die Geschichten, erzählt sie weiter, gibt ihnen einen eigenen Klang und ihre eigene Würde und neues Leben.
Was sind Lebensmelodien? Das sind gesungene, gespielte, komponierte Melodien zwischen 1933 und 1945. Sie halfen zum Weiterleben, manchmal auch zum Überleben. Sie werden nun, oft das erste Mal nach 76 Jahren, neu erklingen. Und wir haben die Chance, in 10 Konzerten sie zu Gehör zu bringen. Dabei sind wir als Kirchenkreis Initiatoren zusammen mit den Grenzgängen und werden vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus gefördert, Dr. Felix Klein, der heute nicht hier sein kann, hat in dem Interview nach dem letzten Konzert gesagt, die Lebensmelodien sind Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements. Wir haben lange darüber nachgedacht, welche von den Lebensmelodien heute hier in der Synagoge Pestalozzi-Straße gelingen und passen könnten. Wir haben Stücke ausgewählt, die zu den jüdischen Festtagen gehören und zu den Ritualen. Und heute werden Sie also eher traditionelle Lebensmelodien hören. Wir sind ja mit diesen Melodien gleichzeitig mit den Familien verbunden, die Sie manchmal nach 1, 2 Generationen erst wieder zeigen und freigeben. Sie leben mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut und verfolgen unsere Konzerte im Film, schreiben E-Mails und grüßen uns auch an diesem Abend. Wir werden heute auch wieder einen kleinen Film produzieren, so einen Rückblick, den Sie auf YouTube auch Ihren Freundinnen und Freunden weitergeben können auf unserem Kanal Lebensmelodie. Von Herzen Dank dem künstlerischen Leiter, Nurben Shalom. Sein Nimrud-Ensemble Francesca Zappa, Viola und Christoph Horak. Und natürlich dazu Oscar Bohorquez, Lehine und Claudio. Ein Dank auch dir, Kantor Isidoro Abramovic. Und Michael Cohen-Weißert am Klavier. Du hast die musikalische Bearbeitung für den heutigen Abend arrangiert und auch dir klatschen. Ein Dank auch dem Schauspieler Gunter Schoß. Ich erinnere mich gerne daran, Sie waren im letzten Konzert in der Apostel-Paulus-Gemeinde und an der Tür unterhielten wir uns beide noch bewegt von dem, was wir erlebt haben. Und heute lesen Sie selbst die Geschichten derer, die angesichts des Todes ihr Schicksal ausdrücken und überliefert wurden. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und so danken wir euch, den Gastgebenden, dass ihr uns in die Mitte nehmt und nun 2 Jahre uns auch mit begleitet, mit uns verbunden seid. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir auch ein zweites Mal hier sein dürfen und Sie uns in die Mitte nehmen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen zu diesem Konzert einen gesegneten Abend. Polonaise zur 11. Stunde. Danuto Gołowacki, ein 20-jähriger polnischer Jude und hochbegabter Pianist, der von seiner Familie zum Studium an ein Konservatorium in Deutschland geschickt worden war, kehrte zu einem Besuch in sein Heimatstädtchen in Polen zurück.
Dort musste er feststellen, dass seine Angehörigen nicht mehr da waren. Man hatte sie in ein Konzentrationslager verschickt. Głowacki selbst hatte geplant, sich nach Abschluss seiner Studien seiner Schwester Martha anzuschließen, die es geschafft hatte, nach New York zu fliehen. Er wurde jedoch von den Deutschen gefasst und ebenfalls in eines der Lager deportiert. Dort, in einem der Blocks, kritzelte er heimlich mit einem gefundenen Bleistiftstummel auf einen benutzten Briefumschlag die Zeilen und Punkte, aus denen dieses Werk besteht. Dabei gefährdete er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seines Freundes, der ihm unterdessen mit einer brennenden Kerze etwas Licht machte. Er nannte das Stück »Polonaise zur 11. Stunde«. Den Umschlag mit dem Werk versteckten die beiden Freunde dann unter den Dielen ihres Blocks und schworen sich gegenseitig Folgendes: Falls einer von ihnen überleben sollte, werde er das Werk aus dem Versteck holen, um es Martha in New York zu übergeben. Danuto Głowacki wurde kurz vor der Befreiung von den Nazis ermordet. Später besuchte der Freund das Lager und konnte dort tatsächlich den versteckten Umschlag wiederfinden. In New York machte er Martha ausfindig und übergab ihr den Schatz. Case McLelland, ein Musikprofessor aus Maine, erzählte: Martha wandte sich an mich und fragte mich, ob ich ihr das Stück vorspielen könne. Sie reichte mir einen halb geöffneten, zerknüllten Umschlag und darauf das mit einem Bleistift geschriebene Werk. Martha übersetzte mir seinen Namen: Polonaise zur 11. Stunde. Ich war zutiefst beeindruckt, weil ich sofort verstand, wie wichtig es dem Juden Głowacki gewesen war, seine polnische Identität zu betonen, die so eng mit der Polonaise, einem polnischen Volkstanz, verbunden ist. Dieser langsam ausgeführte Reigen wurde ab Mitte des 16. Jahrhunderts vor allem bei Umzügen und Zeremonien an den Höfen des polnischen Adels getanzt. In seinem Schreiben an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel sagte McLelland: Vielleicht können die Musik und die Tatsache, dass der Notentext gefunden wurde, sei das nun Zufall oder Fügung gewesen, dieses Werk eines Tages Menschen zuspielen, die es bekannt machen und ihm Leben einhauchen. Die in seinem Namen zitierte 11. Stunde bezieht sich auf die 11 Akkorde, aus welchem das Werk basiert. Zudem war sich Danuto Głowacki bewusst, dass die 11. Stunde die Stunde vor der letzten war. Thank you.
Der musikalischen Welt der Synagogen sind zahlreiche beeindruckende Kantoren entwachsen, aber nie zuvor hatte ich einen solchen Chazan gehört, wie es Israel Eliyahu Marokko war, erzählt der holländische Kantor Hans Blumenthal. Unter den Überlebenden des holländischen Judentums gab es mehr als eine Person, der es vergönnt gewesen war, Israel Eliyahu in den Jahren zwischen 1926 und 1943 in der großen Synagoge von Amsterdam zu hören. Sie alle erinnerten sich an das Timbre seiner einzigartigen Stimme sowie an seine außergewöhnliche Begabung im Vortrag der Gebete. Sein so besonderer persönlicher Stil war unnachahmlich. Israel Eliyahu Marokko war nach Amsterdam gekommen, um dort in einer der großen Synagogen der Stadt eine Aufnahmeprüfung für Kantoren abzulegen. Nicht selten wurden solche Auditionen in der Synagoge von Berichten und Werbekampagnen in der jüdischen Presse begleitet. Diejenigen Gemeindemitglieder, die in der Synagoge feste Sitzplätze besaßen, wählten durch Mehrheitsbeschluss einen Kantor. Ein wichtiger Bestandteil der Prüfungsordnung war das Singen der Schabbatlieder für den Freitagabendgottesdienst. Nach Amsterdamer Tradition musste ein Kantor mit dem Nachmittagsgebet Minchah eröffnen und dann bis zum Schabbateingang fortfahren, der mit Lecha Dodi empfangen wurde. Die weiteren Gebete und liturgischen Gesänge wurden im Anschluss daran von einem anderen Chazan übernommen. Israel Eliyahu Marokko aber hielt sich an eine andere Tradition und brach mit dem gewohnten Gebetsmuster. Noch vor der üblichen Zeit lief er zum Vortragspult hinauf und stimmte eine abweichende Melodie an. Die anwesende Gebetsgemeinschaft ließ sich davon jedoch nicht abschrecken. Marokko hatte es geschafft, sie mit dieser neuen Ausführung zu überraschen. Er eroberte ihre Herzen und wurde von jenem Schabbat an zum Gemeindekantor gewählt. 1941, Amsterdam war damals bereits von den Nazis besetzt,
komponierte Marocco, der größte unter den holländischen Kantoren, seine eigene Melodie für das bekannte Pessachlied Chat Gadiah, ein Lämmlein. Später wurde er im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Später, fuhr Kantor Hans Blumenthal fort, erzählte mir ein Mann, dass seine Tante, eine Shoah-Überlebende, eines Tages plötzlich einen Mann gehört habe, der im Konzentrationslager vor sich hinsummte, während er an der Reparatur eines Barackendaches arbeitete. Sie sprach ihn an und fragte: Sind Sie ein Kantor? Daraufhin antwortete ihr Israel Eliyahu Marokko: Ja, ich war Kantor der großen Synagoge von Amsterdam. Sabina, Marie, Jesus, Agadiah.
Verwaiste Melodien. Mit Hilfe von vereinbarten Codes wurde ich in den versteckten Bunker der letzten überlebenden Chassiden des Warschauer Ghettos geschmuggelt, insgesamt 30 Menschen. Auch meinen Bruder und meinen Schwager fand ich dort vor. Rabbi Fabianitzer war allein da. Er hatte bereits seine gesamte Familie verloren. Wenn er uns aber in der Tora unterrichtete, strahlte sein ganzes Gesicht vor begeisterter Freude. Stundenlang saßen wir zusammen, dicht aneinander gedrängt, mit jubelnden Seelen. Mit Feuer und Flamme sangen wir die neuesten Melodien. Es waren Lieder, die man für den Gottesdienst an den hohen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur in der großen Synagoge komponiert hatte. Aber der Krieg, der 2 Wochen vor dem Neujahrsfest ausgebrochen war, hatte diese Pläne durchkreuzt, sodass die Melodien verwaist blieben. Einer jedoch erbarmte sich ihrer. Es war ein Chassid, der sie von ihrem Komponisten gelernt hatte. So wurde sie von Mund zu Mund weitergegeben und blieb auch in unserer Erinnerung verwahrt. Tatsächlich war ich es, der Jüngste im Kreise, der diese Melodien damals vorsang, und sie trugen uns auf ihren Flügeln aus dem Bunker fort bis nach Jerusalem. Wann wurde folgender Negun wieder in mir wach? Die Melodie des Gebets Heje im Pifiyot, die so sehr an die Seele geht und sich anfühlt, als sei die ganze Zukunft dabei bereits in ihr enthalten. Das geschah in Majdanek. Dort wurden die Karten neu aufgemischt, weil das Schicksal mich ausgerechnet am Vorabend von Shavuot, dem Wochenfest, nach Majdanek verschlagen hatte. Und zu Ehren dieses Wochenfests hatten sich unsere mörderischen Aufseher ein besonders sadistisches Spiel für die jüdischen Häftlinge einfallen lassen: Turnübungen. Viele Stunden lang quälte uns der Kommandant dieses Todeslagers mit allen möglichen satanischen Einfällen, bis er plötzlich selbst ermüdete und uns eine Stunde lang unüberwacht auf dem offenen Platz allein ließ. Und genau in dem Moment kam mir jene so bewegende prophetische Melodie erneut in den Sinn. Ich suchte nach etwas, um mir den Kopf zu bedecken, und fand ein zerrissenes Stück Zeitung. Mit lauter Stimme begann ich, das Akademut zu singen, die Einführung in die 10 Gebote. Ich weiß nicht, wie der Text zu dieser Melodie passte. Was ich weiß, ist, dass alle von diesem herzergreifenden Negun begeistert waren. Jeder, der konnte, bedeckte seinen Kopf mit der Hand. Und als ich das 18er Gebet rezitierte, schlossen sich mir zahlreiche Juden an, um die Kedusha, die Heiligung, zu sprechen. Man darf nicht vergessen, dass hier von Majdanek die Rede ist. Was Treblinka war,
das wussten wir alle schon längst. Vor Treblinka erschrak keiner mehr. Das ganze Geschäft dauerte 10 bis 20 Minuten. Dann war alles vorbei. Aber in Majdanek lief das anders. In Majdanek vereinten sich alle 7 Ebenen der Hölle auf Erden. Und dennoch geschah es gerade in Majdanek, dass dieser chassidische Nigun unser Shavuot-Fest rettete, das Freudenfest der Toragebung. Erzählt vom Chassid Reb Leibel Pinkuschewitz. Thank you.
von Hanna Abramson. Arje Abramson wurde 1904 geboren und lebte in der Tschechoslowakei. Im Frühjahr 1939 verstand er, dass es in seiner Heimat nicht mehr sicher war und floh nach Belgien. Von dort wurde er nach Vichy, Frankreich, deportiert und gelangte nach dem Krieg in die Vereinigten Staaten und nach Israel, wo er 1990 verstarb. Wie seine Tochter Hanna berichtet, blieb Arje Abramsons Musik zum Großteil unbekannt. Wunderbarerweise konnte sein musikalisches Werk jedoch den Zweiten Weltkrieg überleben. Er war der Sohn von Aron Zeev Abramson, Komponist und Oberkantor von Österreich-Ungarn, der die ersten Ausgaben von Choralwerken aus Eretz Israel, dem britischen Mandatspalästina, gesammelt und Synagogenmusik komponiert hatte. Wie sein Vater war auch Arje Abramson fest in der jüdischen Liturgie wie auch der rabbinischen Literatur verwurzelt und hatte zudem die jiddischen und hebräischen Lieder seiner Tage tief in sich aufgenommen. Im Gegensatz zu seinem Vater und seinen Brüdern wählte er jedoch nicht die Berufslaufbahn eines Kantors und wurde daher zum Dirigenten des von seinem Vater geleiteten Chors ernannt. Schon damals und sein ganzes Leben lang hatte er Musik komponiert. Als junger Vater schrieb er auch Kinderlieder zu hebräisch, jiddisch, deutsch und englischsprachigen Texten. Diese Lieder wurden nicht zuletzt von Josef Schmidt, Maurice Gantschow, Moshe Kusewitzki und Sidor Belarski gesungen. Dennoch wurde der Großteil seiner Musik weder veröffentlicht noch aufgezeichnet. Nach dem Überfall Deutschlands auf Belgien wurde Arje Abramson mit tausenden weiteren Flüchtlingen in Viehwaggons nach Frankreich deportiert, das damals unter Verwaltung der Vichy-Regierung stand. Nach 52 Stunden ohne Nahrung oder Wasser fanden sie sich in dem berühmt-berüchtigten Internierungslager Saint-Cyprien wieder. Eine Reihe gescheiterter Fluchtversuche später wurde der geschwächte und typhuskranke Abramson in das Lager Argelès-sur-Mer in Vichy verlegt. Dort fand er ein Stück Papier und schrieb darauf einen Brief an einen christlichen Freund, der ihm zuvor das Leben gerettet hatte. Er bat diesen um Rat, wie er seine in der Tschechoslowakei stecken gebliebene Familie retten könne. Da er befürchtete, den Krieg nicht zu überleben, und in der Hoffnung, dass dieser Freund, der Schweizer Eisenbahningenieur Fritz Wasser, etwas von seinem musikalischen Erbe bewahren könne, kritzelte er auf die Rückseite des Zettels ein paar Noten. Es waren die Lieder, die er vor 1939 während seines Aufenthalts als Flüchtling in Belgien komponiert hatte. Die Lieder »Still mein Herz«, »Still mein Herz« und »Wo sennen die Chaloimes«, »Wo sind die Träume«, wurden zu den Texten der jiddisch-belgischen Dichterin Jochevet Schen Frucht Spingram geschrieben und sind ein Ausdruck der Furcht vor der unbekannten Zukunft. Nicht laut, nicht bäh.
Der Schochett von Porissow. Im November 1940 wurden alle Juden des Städtchens Porissow im Ghetto konzentriert. Am 27. September 1942, um 4 Uhr morgens, umzingelten ukrainische Polizisten, SS-Leute und sogar Feuerwehrmänner die Stadt. Sie kamen auch zu uns. Als ich sah, dass die Gendarmerie sich meinem Haus näherte, versteckte ich mich hinter der Tür. Sie kamen herein und fragten, wo Moshe Mandelwerk und Tuvia Miller seien. Meine Frau entgegnete, sie seien in der Stadt. Die Gendarmen teilten ihr mit, dass wir uns in 5 Minuten auf dem Rathausplatz einzufinden hätten und gingen hinaus. Ich schaffte es, aus einem Fenster in den Hof zu springen, und meine Frau konnte mir meinen langen Mantel nachreichen. Ich nahm meine Uhr und meinen Ring ab und reichte sie ihr. Sie sagte: Lauf zu, sie werden dich umbringen. Meine ganze Familie wurde ermordet. Keiner von ihnen hat überlebt, erzählt Tuvia Miller. Nun begann das Ghetto ganz leise zu atmen. Es wurde still wie auf einem Friedhof. Der Geruch des Todes lag in der Luft. Es gab im ganzen Ghetto nur noch ein einziges Haus, wo sich Menschen versammelten, die gemeinsam bemüht waren, nicht der allgemeinen Niedergeschlagenheit anheimzufallen, die die zutiefst bedrückte Gemeinde erfasst hatte. Es war das Haus des jungen Rabbiners von Porissow, Rabbi David Shlomo Morgenstern, dem Sohn des Rabbiners von Wischkow. Dort saßen die Chassiden
und tranken L'chaim, auf das Leben. Sie tanzten, sangen und versuchten, Leid und Qual zu vergessen. Plötzlich sprang der junge Schochet Shlomo Jehuda, der rituelle Schlachter und ein Talmudgelehrter mit frohem Naturell vor den Tisch und begann einen Tanz aufzuführen und dabei begeistert in die Hände zu klatschen. Ganz und gar Feuer und Flamme rief er die Versammelten auf, nicht in Depressionen zu verfallen, denn siehe, bald schon, sehr bald, würden ihre Seelen vom physischen Körper erlöst. 5 Tage später, am 2. Oktober 1942, schickten die Deutschen die letzten 3.440 Juden von Borisow in das Vernichtungslager Treblinka. Thank you.
Ida Pinkert. Drei Lieder. Die Titel: Unter Partisanenkämpfern, Meine unvergessliche Mutter, Babi Yar und Schma Israel, das höhere Israelgebet. Sie alle gehörten zu den während des Krieges und danach von der Freiheitskämpferin Ida Pinkert verfassten und komponierten Liedern und Melodien. Ida war der Hölle der Massenmorde von Babi Yar entflohen und hatte sich dann den Partisanen angeschlossen. Sie erzählt: Am 18. September 1941 gelang es mir, aus Kiew zu entkommen, indem ich mich in einen Sanitätswagen der 6. Sowjetischen Armee schmuggelte. In Reihen der Roten Armee kämpfte ich gegen die Deutschen, bis die Stadt erobert wurde. Schwer verletzt kam ich in ein Feldlazarett. Plötzlich gab es Gerüchte, dass die Deutschen die Juden Kiews ermordeten. Ich beschloss, in die Stadt zurückzukehren, um meine Tochter und meine Mutter zu retten. Ich legte meine Uniform ab und legte mir eine christliche Identität zu. In den zerschlissenen Kleidern einer Bäuerin mit einem Kreuz um den Hals schleppte ich mich auf meinen nackten, verwundeten Füßen weiter und mischte mich unter die Reihen der Gefangenen, die von der SS mit brutalen Mitteln im Marschschritt den Weg entlang getrieben wurden. Schwimmend durchquerte ich den Fluss, bis ich eine Vorstadt Kiews erreichte. Dort sah ich riesige Bekanntmachungen, wonach sich die Juden der Stadt am 29. September auf dem jüdischen Friedhof zu versammeln hätten. Anstatt nach Hause zu gehen, wandte ich mich Richtung Babi Yar, weil ich hoffte, unter den dort Versammelten meine Tochter und meine Mutter zu finden. Das Schauspiel, das sich meinen Augen enthüllte, war entsetzlich. Auf der einen Seite spielte eine Militärkapelle, auf der anderen Seite peitschten Schüsse durch die Luft, wobei die Stimmen des einen die des anderen zu überwältigen versuchten. Vom Hügel Babi Yars wurden lebende Juden, alte Menschen, Frauen und Kleinkinder in eine Grube geworfen. Wer das Schma Israel-Gebet rief oder weinte, wurde auf der Stelle erschossen. Nach Einbruch der Dunkelheit kroch ich bis an den Rand der mit Leichen gefüllten Grube und legte mich zwischen die Toten. Die Deutschen, die an mir vorbeigingen, merkten nicht, dass ich lebte und hielten mich für eines ihrer Opfer. Gegen Mitternacht begann ich wie ein Hund auf allen Vieren umherzukrabbeln, ohne von den deutschen Wachleuten bemerkt zu werden. Auf den unsäglichsten Wegen gelang es mir bis zum 17. November 1941, mich zu verstecken, bis ich in der Nähe von Odessa von den Deutschen gefangen genommen wurde. Später gelang mir mit Hilfe der Partisanen die Flucht. Dass ich das, was ich gesehen habe, überleben konnte, ohne dass mir das Herz in der Brust zersprungen wäre, liegt nicht etwa daran, dass ich aus Stahl gemacht wäre. Überall, wo ich mich hinwandte, stand mir der Tod vor den Augen. Ich bin eine der wenigen, die das Gemetzel von Babi Yar durch ein Wunder überlebt haben, bezeugt Ida, die sich nach dem Krieg der Kibbutzgemeinschaft von Gan Shmuel in Israel anschloss. Thank you.
Thank you.
Wehi Shiamda. Trotz der Unterdrückung und der Schikanen im Vernichtungslager Bergen-Belsen bemühten wir uns, die Glaubensgebote einzuhalten und das sogar mit großer Hingabe. Vor dem Sederabend, dem ersten Abend des Pessachfestes, versuchte jeder, sein ungesäuertes Brot zu verkaufen, so wie es die alten Traditionen vorschreiben. Es gab solche, die ihre winzige Brotration gegen ein Stück Zwiebel oder eine Kartoffel eintauschten, indem sie einen Handel mit einem Nichtjuden abschlossen. Nach einem schweren Tag der Sklavenarbeit nahte damals der Sederabend. Wir kamen erst spät in unseren Block zurück. Ringsum herrschte absolute Stille. Nur eine kleine Gruppe von Juden versuchte, diesen Abend ohne Haggadah auswendig zu zelebrieren, ohne das zeremonielle Buch, das während des Seders normalerweise gemeinsam gelesen wird. Zu unserem Kreis zählten auch drei Bobova Chassidim, die sich gemeinsam bemühten, eine Melodie zu rekonstruieren, die sie von ihrem Rebben Rabbiner Ben Zion, dem heiligen Märtyrer, mögen seine Verdienste uns beschützen, gelernt hatten. Leise summten sie den herzerwärmenden Nigun ihres Rabbis vor sich hin zu den bekannten Worten des Lieders Wehi Shiamda. Sein Text bekam in Gegenwart der Shoah und der schweren Zeiten, die wir durchlebten, plötzlich eine geradezu existenzielle Bedeutung. Was unseren Vorfahren beiseite stand, gilt auch für uns, denn nicht nur einer war es, der sich gegen uns stellte, um uns zu vernichten. Nein, in jeder Generation erheben sie sich gegen uns, um uns zu vernichten. Aber der Heilige, gesegnet sei er, erlöst uns aus ihren Händen. Zwischen die Pritschen quetschte sich auch der junge Jeschale, hörte den drei Bobova Chassidim zu und übte für sich leise ihre Melodie. Diesem Lied zu Dank, erzählt er, sei es ihm gelungen zu überleben, weil er aus ihm, seiner Melodie und seinen Worten immer wieder Kraft geschöpft habe, bis zum heutigen Tag. Oh, my God.
Yeah.